Frei hat der Kollege Alois Karl für die Fraktion der CDU-CSU das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Kollegen des Deutschen Bundestages, sehr geehrte Zuhörer im Auditorium, lieber Herr Sarrazin, mit Interesse habe ich Ihre Rede verfolgt, insbesondere den Abschluss, dass Sie vielleicht dann in die Situation kommen, regierungsbeteiligt an der Schuldenproblematik Griechenlands mitzuwirken. Ich glaube, das ist für Sie Wunschtraum und für uns Albtraum. Also da, meine ich, führen keine so großen Wege dorthin. Und ich bin auch sicher, dass Griechenland die Probleme, die Sie geschildert haben, die natürlich da sind, in gar keiner Weise Geldprobleme sind. Geld hat Griechenland ja genug. Es fehlt an dem Reformwillen und an den Reformen, die durchgeführt werden müssen. Und Schäuble, den Sie jetzt zweimal zitiert haben, hat ja auch in den letzten Tagen gesagt, dass das jetzt möglicherweise auch das letzte Rettungsprogramm für Griechenland ist, weil die sich jetzt auch aufgemacht haben auf einen guten Weg. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass die Maßnahmen, die in den letzten 4, 5 Jahren in Griechenland eingefordert worden sind, auch in der Tat dann so Platz greifen und zu guten Ergebnissen führen, wie das jetzt in Portugal der Fall ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, einige von den Kollegen sind heute nicht da, haben wichtige Termine, Zusammenkünfte in der parlamentarischen Gesellschaft, einen feiern etwas. Und auch Portugal kann heute auch feiern, wenn wir diesen Beschluss fassen. Und alle Parteien hier, alle Fraktionen haben das ja erklärt, dass man Griechenland helfen wird, dass man Portugal helfen wird und dass eben auch dort eine Möglichkeit ist zum Feiern. Uns geht es fast schon wie den Pfadfindern, jeden Tag eine gute Tat. Und wer heute noch keine gemacht hat, jetzt durch den Beschluss, dass wir den Portugiesen helfen, ihre Schulden besser zu verwalten, da tun wir das, glaube ich, heute noch am späten Abend eine gute Tat. Und ich freue mich, dass wir da zustimmen, so wie wir das ja vor 2,5 Jahren auch schon gemacht haben, übrigens auf Vorschlag des mit Ihnen sehr befreundeten Herrn Schäuble gemacht haben, dass man auch seinerzeit über 12 Milliarden Euro in Portugal hat umschichten können, damit Portugal eine deutlich verbesserte Zinssituation erzielt hat, so wie der Kollege Spahn das ja ausgeführt hat. In der Tat, nach dieser Weltfinanzmarktkrise vor jetzt 8, 9 Jahren war Portugal genauso wie Griechenland, wie Zypern, wie Irland in einer ganz schwierigen Situation. Und wir haben immense Rettungsschirme in Europa aufgespannt. Auch in Deutschland übrigens haben wir an einem einzigen Tag hier 480 Milliarden Euro Kredite für die deutschen Banken und für die deutsche Wirtschaft aufgespannt. Und alles, glaube ich, haben wir richtig gemacht. Im Nachhinein betrachtet, obwohl das ganz schwierige Entscheidungen waren, im Nachhinein betrachtet waren das richtige Entscheidungen, dass wir diese Rettungsschirme gespannt haben und den EFSF und EFSM begründet haben. Die einen haben 26 Milliarden, die anderen 24,3 Milliarden. Der Internationale Währungsfonds noch dazu 26,5 Milliarden den Portugiesen zur Verfügung gestellt. Und die haben in der Tat auch etwas gemacht. Sie haben Reformen angestoßen. Sie haben sich teilweise entschuldet. Das Defizit ist unter 3%, geht auf 2% zu. Und wir sind mit der Situation sehr, sehr zufrieden. Wir glauben, dass wir ähnlich wie 2015, dass wir auch diesmal diesen Beschluss fassen können, ja fassen sollen, fassen müssen, dass wir diese Parallelitätsklausel nicht anwenden, was eben bedeutet, dass wenn ein Schuldnerland an einen der Geldgeber Schulden zurückzahlt, er in gleicher Weise auch an alle anderen zurückzahlen müsste. Das schaffen die Portugiesen natürlich nicht. Aber wenn sie an den IWF zurückbezahlen, nützt ihnen das am meisten. Denen nützt es und uns schadet das nicht. Und unter Freunden macht man das, dass man unter Freunden hilft, insbesondere dann, wenn es einem nicht schadet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Zinsgewinne von fast 700 Millionen Euro sind ja nicht ein Pappenstiel. Die Portugiesen können das in der Tat gut gebrauchen. Und wir gehen dabei nicht als Verlierer und auch nicht einmal als neutral aus der Sache heraus, sondern auch wir gewinnen, weil die Schuldentragfähigkeit von Portugal damit gestärkt wird, stärker wird und auch unsere Kredithingaben, die wir gemacht haben, damit weniger risikoreich werden und weil wir ein gutes Vertrauen
in die Wirtschaft von Portugal haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind, wie wir das in unserer Oberpfälzer Heimat sagen, in einer Win-Win-Situation. Und das sollten wir machen. Wir sollten den Portugiesen helfen, wie wir das unter Freunden immer tun. Uns nimmt das keinen Schaden, uns bringt das keinen Schaden. Im Gegenteil, wir werden die Freundschaft auch zu Portugal steigern damit. Vielen herzlichen Dank. Ich denke, wir stimmen alle zu. Einen schönen Abend Ihnen. Damit schließe ich die